Quarantäne 2020, was ist los? Oh. Quarantäne, Quarantine, Quarantine. Ich sitze rum und langweile mich wie noch nie. Klar sind das Young and Healthy First World Problems, aber Netflix ist ausgeglotzt und nähen kann ich auch nicht. Jetzt sind sogar die Spielplätze zu, ich schwör dir. Kinder backen Kuchen aus dem Kiesweg im Girlies. Socializing ist das neue asozial normal. Kontrollhubschrauber kreisen konstant über Parks. Demo-Verbot, Ausweispflicht vermiesen mir den Tag. Das ist Renaissance von Blockwarten und von Polizeistaat. Ich starre apathisch durchs Plexiglas bei Aldi. Hab insgeheim grad voll Bock auf ne Corona-Party. Doch jetzt 2 Meter Abstand zu jeder und jedem werden wir die Distanz je wieder überwinden. Oh yeah. Oh yeah. Werden wir die Distanz je wieder überwinden. Statt alle gemeinsam plötzlich alle einsam. Auf einmal in den eigenen 4 Wänden zu viel Zeit haben. Dabei vereint die Krankheit, weil sie alle betrifft. Wir gehen da grad zusammen durch, ob wir wollen oder nicht. Auf Lesbos werden Menschen einfach hängen gelassen. Und ich hab ganz raue Hände vom ständigen Waschen. Ja, ich weiß, das ist zynisch, wo es doch nur offenbart. Diese Krise trifft uns alle unterschiedlich hart. Ich mach mir hier Gedanken um Klopapier, während an den Grenzen wirklich Leute krepieren. Dabei beweist die Politik ja Handlungsfähigkeit. Für die Rettung der Wirtschaft stehen Milliarden bereit. Doch um die, die einfach Hilfe brauchen, kümmert sich keiner. Die europäische Idee, jeder kämpft für sich alleine. Zugleich hab ich hier so viel Solidarität erlebt. Das ganze Haus tauscht sich aus, wir hatten vorher kaum geredet. Und auch hier zeigt sich wieder diese Gleichzeitigkeit. Und wir müssen kämpfen, dass auch etwas von dem Guten bleibt. Denn wie geht's weiter? Wer gewinnt die Oberhand am Ende? Bisher profitieren vor allem die Maskenproduzenten und die Vermieter. Denn wie hat schon Nietzsche gesagt? Wohl dem, der jetzt noch Immobilien hat. Woo! Bildungsbürger Joe, yeah! Die ganze Szene unter Quarantäne. Niemanden mehr sehen, keine Demos, keine Pläne. Ich hab plötzlich viel zu viel Zeit, mir viel zu viel Gedanken zu machen. Und ihr so? Die ganze Szene unter Quarantäne. Niemanden mehr sehen, keine Demos, keine Pläne. Oh yeah. Corona in the hills. Ach, eine Kleine für die Seele. Geht noch, wie wir uns nach Führung sehnen, als wäre es der Garten Eden. Gut, ist ja auch so ähnlich mit Delfinen in Venedig. Unendlich so schön wenig Menschen auf dem Gehweg. Wobei, nee, ich bin da ja eh nicht. Österreich macht's vor, schützt Grenzen und Natur, verschließt und verriegelt Haus und Tor. Wiener, Salzburg, Frieden, yes, y'all. Aber nicht für den Mann mit dem Koks. Was muss, das muss, und ich muss dann mal los. Tür aufmachen und ich sage mal so: Ökofaschismus auch eine Option, yo. Yo. Das war mal auch eine Option. In Isolationsnot nutzen auch die Anarchisten plötzlich Spionagesoftware von Turbo-Kapitalisten. Zoom, zoom, zoom. Scheiß auf Datenschutz, ich will meine Mama sehen. Yo, mit der Crew politische Aktionen planen, dabei nett in die Kamera lächeln, dem BKA Hallo sagen. Hallo. Scheiß auf Überwachung, ich will mein Quartiersmanagement sehen. Genutzt wird, was funktioniert, und das Chaos im Kopf wenigstens ein bisschen sortiert. Track me, baby, track me hard, ist mir grad alles egal, ja. Doch man, sollen sie halt wissen, wo ich bin. Ich sitz doch eh nur trotz Frühling, Alter, die ganze Zeit hier drin. Aber hey, wir sind jetzt auf der Straße anonym, dank selbstgebastelten Masken in schwarz und dunkelgrün. Also Maske auf und Spraydose in die Hand. Fassadenputzer sind nicht systemrelevant. Oh, ich glaub schon. Nee, sind sie nämlich nicht. Hab doch uns einen gesehen. Heißt du? Die ganze Szene unter Quarantäne. Niemanden mehr sehen, keine Demos, keine Pläne. Wer macht denn da nach Corona? Bitte schön, eine bessere Welt, klar. Die ganze Szene unter Quarantäne. Niemanden mehr sehen, keine Demos, keine Pläne. Immer alleine Nachrichten checken, dann online chatten. Ey, so
lässt sich keine Welt retten. Ein Telebier hier. Hier. Ein Online-Wein da. Da. Na, wie geht's dir? Aha. Ja, alles klar. Jo. Okay, bleib gesund. Woche 2, Woche 3. Die Kinder zu Hause, aber Homeoffice statt frei. Die Situation außergewöhnlich. Doch zu Hause, alles wiederholt sich. So geht es nicht weiter. Und in dieser sozialen Distanz gibt es zu viel Diskrepanz. Es betrifft nicht alle gleich, denn viele sind arm und nur wenige reich. Viele sind ganz allein oder zu dritt in einem Zimmer. War schon immer nicht gut, aber jetzt wird es jeden Tag schlimmer. Und dann die anderen in ihren Villen, mit Platz genug zum Chillen. Immer eine Porsche-Länge Abstand halten, ey Corona, das kann dir doch auch nicht gefallen. Was sagst du? Eine einmalige, aber dafür vollständige Vermögensabgabe? Oh, könnte man schon machen. Aber wie sollen wir das durchsetzen, online mit Memes posten? Da fehlt einfach die normative Kraft des Faktischen. Da fehlt einfach die blühende Pracht des Praktischen. Da fehlt einfach die gelebte Macht der Solidarischen. Denn die ganze Szene unter Quarantäne. Niemanden mehr sehen, keine Demos, keine Pläne. Also Corbett, ich schlage vor, du verdrückst dich mal Richtung Ausrottung durch Impfung. Die ganze Szene unter Quarantäne. Niemanden mehr sehen, keine Demos, keine Pläne. Und wir machen hier mal weiter Richtung Social Nearness and Economic Fairness. Ich bewege mich nicht mehr. Atembewegung, Mundbewegung, Lippenbewegung, Niesbewegung, Handbewegung, Waschbewegung. Einzelbewegung, Einkehrbewegung, Rückzugsbewegung, Gefühlsbewegung, Gemütsbewegung, Angstbewegung, Abwehrbewegung. Denkbewegung, Bekenntnisbewegung, Gemeinschaftsbewegung, internationale Bewegung, Solidaritätsbewegung, Vorwärtsbewegung, 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 Vorwärtsbewegung. Ich hab mir den Weltuntergang irgendwie endzeitmäßig und ekstatischer vorgestellt. Stattdessen sitze ich allein zu Hause. Gleichen Zug die Fluchtwege. Statt Heilung kommt Hetze, Handyortung, Grenzen zu und Notstandsgesetze, Versammlungsverbot und Bundeswehr im Innern. Ey, was geht ab? Wir müssen uns doch um die Schwachen kümmern. Wir dürfen nicht so sehen, wie sie die Leute ausgrenzen, die auf der Straße leben oder hier noch ganz fremd sind. Wir wollen Grundeinkommen statt Passkontrollen. Niemand wird mehr abgeschoben.
Tumor zwangsgeräumt. Corona. Ja. Was machst du mit mir? Was ist jetzt wieder los? Corona. Was machst du mit mir? Corona. Ich höre. Endlich, die Krise ist wieder da. Auf diesen Tag haben wir schon so lange gewartet. Gestern haben wir noch überlegt, wie legen wir alles lahm. Heute kommt das irgendwie nicht mehr so gut an. Wir sind systemrelevant. Wir sind dagegen. Ein System kann ohne das Dagegen nicht leben. Doch wie geht's jetzt weiter? Auf einmal sind alle verletzlich, voneinander abhängig, auch füreinander verdächtig. Gefährdet sein ist ungerecht verteilt. Arbeit, Mieten und Konsum, unsere Antwort Streik. Staat ist jetzt schwach, er muss die Wirtschaft retten. Doch ohne uns, wir steigen aus, lass uns die Ketten brechen. Jawohl, das war's. Und glaube ja nicht, dass ich dich brauche. Ist halt so. Naja,